Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum August 2016 und liebe Löwen, es ist euer Monat, also alles Gute zum Geburtstag. Ich heiße euch herzlich willkommen aus dem Plätti Zoo in Frauenfeld aus der Schweiz. Leider Gottes, ich kann mich nicht zerreißen, gibt es keine andere Möglichkeit, hier Löwen ins Bild zu kriegen, außer in den Zoo zu gehen. Das ist so etwas, das mache ich nur ganz, ganz selten und eigentlich haben die hier auch wirklich einen ganz kleinen Käfig. Nun ja, aber so ist das halt leider. Wir haben hier wunderschöne Tiere und es war sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt hier an dieses Gehege gekommen und das Männchen hat irgendwie, lag da so, hat mich gesehen, hat mich schon so angeguckt und hat sich direkt weggedreht. Also ich kann ihn voll verstehen. Also meine Lieben, das sind sehr, sehr königliche Tiere, sehr stolze Tiere, sehr große Tiere, sehr gefährliche Tiere. Die königlichen, majestätischen Farben sind Gold, ist die Sonne auch als Symbol, oder? Der Sonnengott Ra, die Helligkeit, die Hitze, das Temperament, das Feuer, das ist alles Löwe. Und auch der Stolz, das Selbstbewusstsein und einfach die Königlichkeit. Okay, also wir hätten auch noch eine Grundenergie für alle Sternzeichen in diesem Monat August 2016. Und das wäre nämlich der Page der Münzen auf dem Kopf. Für mich sind das sehr fröhliche Menschen, vielleicht junge Menschen oder jung gebliebene Menschen, ja, die so ein bisschen zigeunermäßig sind. Also mit so Leuten kann man sehr, sehr gut feiern, finde ich. Aber vielleicht sollte man von denen nicht allzu viel erwarten, was vielleicht Zuverlässigkeit angeht oder so. So eine Energie oder Treue angeht, so eine Energie könnte irgendwie in diesem Monat kommen für uns alle. Also das ist wie so ein kleiner roter Faden, der uns alle so ein bisschen angeht. Aber ich sehe da drin eigentlich mehr so eine spielerische, leichte Energie. Es kann einfach sein, dass wir vielleicht mehr uns rauswagen, einfach Leute kennenlernen und einfach das Leben genießen und es vielleicht auch mal nicht ganz so genau nehmen. Also irgendwie war das so, das kam mir jetzt einfach so in den Sinn beim Pagen der Münzen auf dem Kopf jetzt hier. Ne? Ich denke mal, wenn wir uns darauf beschränken, dann auch einfach den Monat etwas spielerisch zu sehen, vielleicht mit Leuten, mit neuen Leuten, die wir kennenlernen, dann ist das sehr, sehr gut. Auf alle Fälle ist es immer ratsam, eben genau zu prüfen, mit wem wir es so zu tun haben, falls wir da tiefergehende Entscheidungen treffen. So, alles klar, dann fangen wir mal an mit euren Karten. Hallo meine lieben Fische, so, das ist jetzt euer Video und zwar, ich filme hier heute aus dem pompösen Hallenstadion in Zürich, wie sich das so für einen königlichen Löwemonat gehört. Und nun werden wir mal sehen, was bei euch so los ist, was bei uns so los ist. Ich bin ja selber auch Fische und dann können wir mal gucken im August und zwar hier vom 1. bis zum 10., da vom 10. bis 20. und hier Ende Monat. Wie geht es euch denn psychisch und physisch? Das ist hier so ein bisschen der Gesundheitsbereich und da hätten wir vom 1. bis zum 10. die Sonne. Also die Sonne sagt aus, dass es uns in jedem, also in diesem gesundheitlichen und Wellnessbereich, wie gesagt, da fällt auch die Gesundheit darunter. Tendenziell natürlich, ich kann halt auch nur allgemeine Aussagen treffen. Jeder Fisch ist hier anders gesundheitlich unterwegs. Die einen, die haben Beschwerden, die anderen sind kerngesund. Das ist natürlich klar, dass es hier für alle Leute ist, aber da ist die Sonne. Also das bedeutet, dass wenn du Probleme hattest vielleicht in der Vergangenheit oder noch hast, dann sollte sich dein Zustand verbessern. Und auch psychisch sollte es uns eigentlich sehr, sehr gut gehen, denn die Sonne sagt, also spricht eigentlich hier für sich. Dann haben wir im Job, im Beruf, da haben wir den Mond liegen. Das können Unsicherheiten und Ängste sein oder auch Unklarheiten. Vielleicht wissen wir nicht genau, wie es vielleicht beruflich weitergeht oder sind so ein bisschen hin und her gerissen. Es kann aber auch gut sein, dass wir uns wirklich selbst Ängste machen, die vielleicht so gar nicht da sind. Ja, vielleicht verdienen wir eigentlich genug, haben aber Angst, dass vielleicht morgen nicht mehr genug Geld da ist. Sowas kann es halt auch sein, weil es ist ja hier Finanzen und Job, ja. Oder wir wissen nicht, wie es mit unserer Arbeitsstelle weitergeht. Aber das können auch wirklich nur Unsicherheiten und Ängste sein tatsächlich. Und diese Karte muss nicht unbedingt etwas über den Ist-Zustand jetzt aussagen, ja.
Es ist nämlich eigentlich so, jetzt habe ich hier noch eine Zusatzkarte gezogen. Da haben wir wirklich den Stern liegen und der Stern sagt eigentlich, dass wir eine schöne goldene Zukunft vor uns haben und überhaupt uns gar nicht fürchten müssen. Also das wäre einmal die Tendenz im Job und der Stern sagt auch, dass das geldmäßig auch völlig in Ordnung ist und eigentlich reicht, falls die ein oder anderen damit ein bisschen gerade am Hadern sind und aber nicht müssen. Das kommt immer drauf an. Dann haben wir hier kreative Projekte und auch deine Hobbys, aber es können auch Nebenjobs sein, ne, wo du dir so ein bisschen was dazu verdienst oder auch karitative Projekte, wo du nichts verdienst, aber eher spendest zum Beispiel oder mithilfst. Und das ist hier 5 Gabriel, eine Herausforderung, die du meistern kannst. Ziehe dich aus den Dramen anderer zurück, sei geduldig mit dir selbst und den Menschen in deiner Umgebung. Ja, da gibt es vielleicht auch einfach kleine Reibereien, vielleicht Konkurrenzkämpfchen, ne? Die Karte sagt eigentlich allgemein aus, dass wenn es darum geht, dort einen Sieg zu erringen oder uns zu behaupten oder was auch immer du davor hast. Ne? Ich denke, jeder Zuschauer wird wissen, was das hier ist. Der eine malt ein Bild oder der andere, der spendet für Flüchtlinge oder hilft da irgendwie mit. Der nächste arbeitet an der Tankstelle ein paar Stunden in der Woche. Also ja, das sind einfach solche kleinen Nebenbei-Sachen. Wie wichtig dir das Projekt persönlich ist, das ist dann eben deine Entscheidung. Und obliegt dir. Die Karte sagt einfach allgemein aus, dass die Chancen eigentlich, ich sag mal so, nicht gerade gut stehen, weil wirklich entweder viele Köche den Brei verderben oder es sonst wie Kämpfe gibt, vielleicht auch Mobbing oder irgendwelche Konkurrenzkämpfchen oder vielleicht einfach sehr, sehr viele Bewerber auf dem Arbeitsmarkt, das kann es auch sein und es wirklich sehr viel Konkurrenz irgendwie gibt. Das Ding ist halt, wenn wir da gewinnen wollen, dann müssen wir echt kämpfen und wirklich die Ellenbogen rausholen. Das ist die Aussage. Also geschenkt wird einem dann nichts, so müsste ich das sagen. Dann haben wir hier in der Liebe den König Michael. Für die Damen könnte ein Luftzeichen ins Leben treten. Das könnte ein Wassermann sein, ein Zwilling oder eine Waage. Ne? Das muss es aber auch nicht. Das kann auch einfach jemand sein, der solche Luftaspekte sehr verstärkt im Horoskop hat. Oder jemand, der einfach... ja, luftig, wendig ist im Denken, wie soll ich sagen, oft sind es gute Leute, also Leute, die sehr gut analysieren können, die Situationen gut analysieren, die kühl sind, ja, auch in ihrem Gefühlsleben etwas kühler sind, was nicht heißt, dass die jetzt keine Gefühle haben, das muss es überhaupt nicht bedeuten, es kann auch einfach sein, dass die mit Gefühlen auch sehr gut umgehen können, dass sie sehr unabhängig sind, Wassermänner sind zum Beispiel, die lieben ihre Freiheit sehr, zum Beispiel. Und so eine Person könnte halt in euer Leben treten. Also für die Damen, es gibt Männer in der Umgebung, die ihr daten könnt, mit denen ihr etwas, ja, eine Beziehung anfangen könnt. Was auch immer das auch bedeutet hier in diesem Fall. Auf alle Fälle liegt diese Person da und die liegt da nicht umsonst. Ne? Also ich denke, Chancen haben wir das schon. Und schaut mal hier, jetzt habe ich auch noch eine Zusatzkarte gezogen. Das wäre nämlich hier die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit bedeutet Heilung. Heilung, aber auch Harmonie. Harmonie, Geborgenheit im Sinne von in uns selbst und Frieden. Also wer auch immer zum Beispiel vorher irgendwie gekämpft hat in der Liebe ein bisschen oder vielleicht Probleme hatte, vielleicht einsam war, niemanden gefunden hat oder nicht die richtigen Leute da waren oder vielleicht irgendwelche inneren Zwiste da waren, dann geht es hier in die Heilung. Also wir haben gute Chancen, dass da Dinge auch geheilt werden. Und dieser König der Münzen, wie gesagt, für die Damen oder für die Herren, ich meine, es ist mir bewusst, hier schauen sehr viele Menschen zu. Also wenn du homosexuell bist, dann ist das natürlich auch klar, ist das jemand in deiner Umgebung, ja? Also ich will da jetzt irgendwie niemanden ausklammern. Also heutzutage in unserer heutigen Welt sollte es eigentlich klar sein, dass hier für alle gesprochen wird, aber ich sag das natürlich noch einmal. Denn oftmals ist es immer noch nicht klar, zum Beispiel Russland oder was da mit den Leuten gemacht wird. Und deswegen betone ich das gerne noch einmal. Wenn du natürlich lesbisch bist, ja, das ist jetzt auch wieder anders zu deuten, König Michael, dann bedeutet das nach meiner Auffassung oder nach meinem Gefühl hier, dass du der aktive Part bist.
ja, sein kannst, ne? Dass du erobern kannst, dass du entweder alleine dort stehst, ja, aber auch wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehst und selbst erobern könntest, ne? Oder es bedeutet, dass einfach eine Person in deiner Umgebung ist. Aber ich fühle viel mehr irgendwie, wenn ich mal so intuitiv das anschaue, dass du diejenige bist, die dann so wirklich fest auf dem Grund, auf dem Boden steht und erobern kannst und aktiv sein kannst. Einfach eher so auf die Art. Dann hätten wir hier die Leute in eurer Umgebung, die klären etwas. Die klären vielleicht etwas ab, mit denen muss etwas vielleicht geklärt werden, ja. Und vielleicht gibt es da in dem einen oder anderen Bereich auch Gespräche. Vielleicht hier, schaut mal, das sind zwei Luftzeichen. König Michael hätten wir und das Ass Michael. Ne? Also das sind ja hier einmal die Leute in eurer Umgebung und König Michael fällt ja in die Liebe. Vielleicht muss da einfach geklärt werden, wie man eine Beziehung leben möchte miteinander. Ne? Gerade wenn es vielleicht ein Wassermann sein sollte oder sowas. Die sind ja, wie soll ich denn das sagen, unabhängig oft. Ne? Okay. Also Luftzeichen sind wendig, das sind Leute, die sich eigentlich nicht so festnageln lassen. Aber wenn natürlich Gefühl im Spiel ist, dann muss man halt klären, wie man diese Beziehung lebt vielleicht. Ne? Das könnte sowas durchaus sein, dass die Klärung hier stattfindet. Ne? Kommt darauf an, ob du natürlich die Person selbst jetzt bist oder ob diese Leute in deiner Umgebung, ob das der Partner ist oder ein neues Date oder in der Partnerschaft der Mann oder der Freund oder die Freundin. Ja? So, vielleicht gibt es da wirklich Klärungsbedarf, aber auf alle Fälle liegt da schon Energie drin in der Liebe. Oder es gibt eben Klärungsbedarf in den anderen Sachen, in der Kreativität oder hier oben der Mond da in dem Job, ne? Kann auch wirklich so etwas sein. Wichtig ist einfach zu sehen, wir haben hier wirklich im Wellness-Ding und in unseren Gefühlen die Sonne liegen. Also das finde ich immer so ganz schön zu sehen, weil was auch immer dann kommt, also uns geht es irgendwie trotzdem gut und das heißt, also es ist natürlich sehr allgemein. Ich denke, die Tendenz ist trotzdem extrem positiv in diesem Monat. Ne? Auch wenn es einfach immer mal wieder Herausforderungen gibt. Gut, meine Lieben, jetzt haben wir hier Mitte vom Monat. Das wäre einmal vom 10. bis zum 20. Und da hätten wir hier im Wellness zwei Ariel. Also, ihr lebt so vor euch hin, wie soll ich sagen, das ist jetzt hier im gesundheitlichen und im psychischen Bereich. Die mit der Gesundheit ein bisschen am Hadern sind, es kann gut sein, dass es mal so Hü und Hopp ist. Dass es dir einmal ganz gut geht, du zwei Schritte nach vorne gehst und wieder einen zurück oder drei nach vorne und zwei zurück oder so. Und es immer so ein Hin und Her ist und es muss ausbalanciert werden mit der Gesundheit. Das Pendel liegt in deiner Hand. Also das sagt die Karte ganz klar, du musst positiv sein in dieser Geschichte und positive Handlungen machen. Ob das nun die Diät ist, ob das jetzt der Sport ist, ob das die Vitamine sind, die man dann zu sich nimmt. Was auch immer da wichtig ist zu tun im gesundheitlichen Bereich, sollte getan werden, weil es liegt wirklich an uns, was da, ob wir das Positive dort leben oder eher nach hinten rutschen. Ne? Dann haben wir hier im Job und in den Finanzen die Königin Michael. Das kann gut sein, dass eine Person wichtig wird in eurem Beruf. Die kann eine Juristin sein vielleicht oder jemand, der eine Chefposition hat, vielleicht euer Chef, eure Chefin. Oder jemand, der einfach was zu sagen hat in deinem Jobbereich. Ne? Vielleicht ist das auch eine wendige Beraterin, die du konsultieren kannst, mit der du Rücksprache halten kannst im Job. Oder du selbst bist diese Person, die sehr unabhängig ist, die sehr chef-like ist, wie soll ich sagen. Also vielleicht bist du auch hier als Selbstständiger, als Selbstständige angezeigt. Ne? Jetzt habe ich diese Zusatzkarte noch, Ass der Münzen fürs Geld. Und das Ass der Münzen, das ist eine Chance, hier auch wieder Geld zu verdienen. Und unser Beruf steht unter einem guten Stern. Okay, also das sind einfach, das könnten wirklich Personen sein hier. Vielleicht ist das noch von den 10 Tagen davor noch wichtig, weil dort gab es ja was zu klären, oder? Also mit den Leuten in unserer Umgebung und das könnte da noch mit reinkommen.
Na, also vom 10. bis zum 20. sind wir gerade. Und in den kreativen Projekten und Hobbys und Nebenjobs haben wir drei Raphael. Es gibt Gründe zu feiern, eine Gemeinschaft von Freunden, glückliche Ankündigungen in Bezug auf Beziehungen oder Kinder. Also da gibt es einfach was zu feiern. Ob du irgendwie ein Bild verkauft hast oder ob du mit der Band irgendwie einen schönen Auftritt hattest, ja? Da gibt es einfach was zu feiern und wer einen Nebenjob irgendwie suchen möchte, der wird einfach einen finden, wo er was verdient und wo er auch noch irgendwie in guter Gesellschaft ist, mit netten Leuten und einem guten Arbeitsklima. In der Liebe haben wir drei Ariel, wow. Also das heißt, wir hatten ja die Mäßigkeit, die Heilung gehabt hier, ne? Und hier, das bedeutet, dass wir auf ein neues Niveau kommen in unserem Liebes- und Beziehungs- und Gefühlsbereich. Vielleicht können wir eine alte Hürde überwinden, ne? Vielleicht ein psychologisches Problem, vielleicht in der Beziehung werden Dinge ausdiskutiert. Ne? Wir hatten hier Klärungsbedarf, wir hatten hier Luft, Luft ist auch Kommunikation, meine Lieben, okay? Vielleicht haben wir mit dem König Michael da was ein Gespräch geführt, das kann es auch sein. Und die ganze Sache, die ganze Kiste kommt auf ein neues Niveau. Es kann auch gut sein, dass du eine neue Beziehung anfängst tatsächlich, das kann sein. Oder dass du einfach mit dem Geld verdienen beschäftigt bist und gar nicht so sehr mit der Liebe an sich, weil das ist ja 3 Ariel, das ist eigentlich eine Münzkarte aus dem klassischen Tarot. Es ist jetzt so, ich arbeite jetzt mal wieder mit der Doreen Virtue, mit dem Erzengel-Tarot. Und die Doreen Virtue, die hat die klassischen Tarotkarten hier interpretiert als Engel. Ne? Also im Tarot wären das die 3 der Münzen und die Münzen stehen eher fürs Geld verdienen. Oder einfach ein höheres Niveau. Das kann auch gut sein, dass ihr zum Beispiel euch einig werdet, dass ihr, wenn es vorher ein Date war oder vielleicht eine lockere Partnerschaft, dass es eine feste Beziehung sein wird. Oder ein anderes Arrangement. Ne? Dann haben wir hier die Leute, die uns umgeben in der Umgebung. Das können Freunde sein, das können Arbeitskollegen sein, Kinder sein, ja? Einfach Leute, mit denen wir so allgemein zu tun haben. König Raphael, warm, großzügig, ehrenhaft, kultiviert. Ja, also, ganz interessant finde ich einfach, dass wir hier in unserem Kreativität oder sozialen Bereich, was auch immer wir nebenbei tun hier. Das ist ja für jeden wieder was ganz anderes, ne? Vielleicht bist du Schlagzeuger in einer Band, weiß ich nicht, ne? Vielleicht, arbeitest du ehrenamtlich in einem Waisenhaus. Also, ne? Oder du arbeitest, was weiß ich, als Kellnerin mal so ein bisschen. Oder in einem Hallenbad oder wo auch immer. Einfach so ein paar Stunden die Woche. Und hier haben wir 3 Raphael. Das ist eine Kelchkarte. Kreativität und Feiern, ja? Und wirklich Erfolgserlebnisse. Und hier der König Raphael ist ja auch so ein Kelchmensch. Also Raphael sind im Tarot Kelche hier bei der Doreen Virtue. Und diese Leute, diese Energien stehen für einen Gefühlsbereich. Also alles grün ist wirklich Gefühle, Kreativität, Soziales. Und der König Raphael hier ist so jemand von dem Schlag. Das kann ein Künstler sein, das kann jemand in einem sozialen Sektor sein, okay? Das sind die Leute, die uns umgeben. Passt auch ganz gut. Das kann auch ein sehr liebender Mann sein hier, okay? Und wenn es darum geht, dass du eine feste Beziehung vielleicht anfangen möchtest, also nicht jeder wird eine feste Beziehung hier anfangen, aber es wird einfach etwas auf ein neues Niveau kommen. Es kann auch sein, dass du Heilung erfährst in deinem Inneren und du deswegen auf einem hohen emotionalen Niveau bist und einfach besser drauf bist. Auf alle Fälle für die Damen, es wimmelt von König Raphaels in eurer Umgebung vielleicht, ja? Und da sind sehr gute Chancen. Oder einfach sehr nette, liebe Menschen sind in eurer Umgebung. Und die können hier überall reinfallen auch. Vom 20. bis Schluss, emotional und gesundheitlich hier. 12, Perspektive, also wir sind hier in der Opferhaltung. Entweder unser gesundheitlicher Zustand hat sich verschlechtert sogar. Also da müssen wir vielleicht echt mal schauen, dass wir da dass wir immer wieder das Pendel nach zum positiven Punkt führen. Ja, weil das liegt echt an uns. Aber hier kommen wir in irgendeine Opferrolle, vielleicht sind wir traurig, vielleicht wissen wir nicht, wie es weitergeht in irgendeinem Bereich und fühlen uns auch angeschlagen, auch emotional wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier im Job 7 Gabriel. Stehe zu dem, was du glaubst, hab Vertrauen, nimm deine persönliche Macht an. Vielleicht müssen wir kämpfen. Vielleicht ist diese Königin Michael da in der Mitte vom Monat wichtig für uns, weil die uns helfen kann, weil das vielleicht eine Juristin ist auch, ja? Also, wir müssen, glaube ich, echt kämpfen hier.
Jetzt habe ich als Zusatzkarte hier noch Königin Stäbe. Also es kann so gut sein, dass es Gespräche gibt mit Dritten oder wirklich tatsächlich Beratungsbedarf. Ne? Also das zeigen die Karten hier wirklich an. Genau. Aber die Leute in eurer Umgebung sind offen. Also man kann mit denen sehr, sehr gut Gespräche führen. Und die sind einem jetzt nicht negativ, die treten einem nicht negativ gegenüber, sondern recht positiv. Ja? Also da gibt's auch, da kann man auch ganz gut ja, die Werbetrommel für einen zum Beispiel rühren, ja, weil das ist hier auch Vitamin B. Also das ist auch Offenheit nach außen und mit Dritten, okay? Also Gespräche sollten eigentlich gut verlaufen, sollte es da Klärungsbedarf geben in diesem Bereich. Die Kreativität und so, da haben wir den Magier. Ja, ihr geht in die Initiative, was immer ihr machen wolltet, das packt ihr endlich an und macht es und geht raus damit und habt Spaß, okay? Kann auch so gut sein, dass ihr wirklich Initiative, ihr müsst initiativ sein, weil der Magier ist alleine, das ist die Nummer 1 hier oben, okay? Ja, traut euch ruhig alleine viel zu und leitet eure Projekte ruhig in die Wege, weil der Magier sagt da an, dass es wirklich auch gute Chancen gibt, das zu machen, was wir uns vorstellen. Ne? Nebenbei Projekt. Alles, was wir nebenbei tun, ob es nun kreativ ist, karitativ oder ein kleiner Nebenjob. Jetzt haben wir hier in der Liebe die Kraft, oh mein Gott, wow, das ist die Leidenschaft, Leute. Also vielleicht geht hier so einiges. Ja, also ich meine, wer vielleicht irgendwie in einer bestehenden Beziehung, wo es vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, kann gut sein, dass da wirklich so die Lebensgeister wieder aufleben. Ja, also es ist eine sehr leidenschaftliche Zeit. Es kann gut sein, dass wir da mit dem Partner oder auch mit einem Flirt, das zeigt jetzt nicht an, ob ihr da gebunden seid oder in einer lockeren Beziehung oder ob nur geflirtet wird. Aber auf alle Fälle kann gut sein, dass ihr da, ich sag mal, ja, recht aktiv sein werdet. In der Liebe, in der praktischen Liebe, okay? Also das ist hier eine sehr, sehr lebensfreudige Karte, wenn ich das so sagen darf, okay? Ja, jetzt haben wir die Leute in unserer Umgebung, Ass Raphael. Ja, das sind auch wieder soziale Menschen, soziale Kontakte, Leute, die das Herz offen haben, die uns wohlgesonnen sind. Und das ist auch sehr, sehr schön hier zu sehen, ja. Weil falls es Gespräche geben sollte oder irgend sowas im Beruf, dann haben wir hier wirklich auch wohlwollende Menschen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und gerade wenn die auch hier in den Rest fallen. Ja, meine Lieben, also herzlichen Dank fürs Anschauen, fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren von meinem Kanal. Ich grüße euch hier noch einmal recht herzlich aus dem Hallenstadion. Hier wird sauber gemacht gerade und das Stadion wird gerade auf Vordermann gebracht. Gestern gab es hier eine Veranstaltung von Oldtimern. Die habe ich leider verpasst, aber jetzt kommt auch dafür die Sonne raus. Schaut mal die Sonne. Ja gut, also vielen herzlichen Dank für, ja, dafür, dass ihr immer wieder einschaltet. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Wer eine persönliche Beratung haben möchte mit mir, der sollte, der darf gerne mir eine E-Mail schreiben mit deinem Problem oder Anliegen. Es müssen ja nicht immer Probleme sein. ja. Und ich arbeite mit den Tarotkarten, mit der Numerologie. Ich bin wie so ein offenes Tor, wie soll ich sagen, ich saug gerne einfach alles auf, was damit zu tun hat. Ob es jetzt Human Design ist, ob es jetzt Astrologie ist. Und ich setze alles so in Verbindung, bis es Klick macht für mich und ich das Gefühl habe, ja, ich habe die Energien von dir verstanden. Ich sehe das Problem oder dein Anliegen und kann dir so versuchen, die bestmögliche Lösung zu geben. Das ganze Ding geht auch sehr recht in die Tiefe auch. Und wie gesagt, eine E-Mail reicht und dann können wir das Restliche dann auch noch anschauen, wie wir es am besten machen. Ja, dann grüße ich euch ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.